Hi, wir haben gerade einen Teil gedreht bei der lieben Julia schon, in dem wir ein paar Produkte ausgetestet haben. Das habt ihr aber wahrscheinlich schon längst gesehen. Habt ihr leider nicht, denn wir hatten eigentlich für meinen Kanal ein Video mit Kinderschminke gedreht. Hier seht ihr das. Nur leider ist der Ton völlig kaputt gegangen. Also der hat sich original so angehört. Und deswegen hatten wir zum Glück noch einen Teil, wo wir Lügen aus der Werbung ausprobieren und haben jetzt auf beiden Kanälen Lügen aus der Werbung ausgetestet. Und deswegen findet ihr den Link zu ihrem Video jetzt natürlich auch in der Infobox. Weil ich habe euch das damals schon empfohlen, wo wir so Sachen ausgetestet haben, die in der Werbung als mega krass angepriesen werden und wir dann gedacht haben, so, stimmt das eigentlich, was ihr da Ja, sagt? wir Damit. haben das einfach mal ausgetestet, Genau. ob die Werbung recht hat oder nicht. Und das machen wir jetzt in diesem Video hier auch mit ein paar anderen Produkten, weil wir dachten, das Video ist ganz cool geworden und Genau. wir wollen das nochmal machen. Wir wollen das eben Wir wollen nochmal das machen. weitermachen. So, und den anderen Teil verlinke ich euch mal noch in der Infobox, falls ihr den noch nicht gesehen haben Genau. solltet oder ihn einfach nochmal sehen wollt. Ja. Und ich Genau. würde sagen, wir legen Los direkt geht's. los. Wir haben jetzt einen Augenbrauenstift und zwar von L'Oreal. Das ist der Brow Artist Maker. Wir werden gucken. Also auf einer Seite ist so ein bisschen, so ein sehr, sehr hartes. Auf der anderen Seite ist ein Stift. Aber ich finde ihn schon sehr dick. Also ich weiß nicht. Ja, der hat halt so eine sehr, sehr stumpfe Spitze und ist total dick. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit gut und präzise seine Augenbrauen halt nachziehen kann. Ja, hier steht Augenbrauenstift für pudriges Finish. Kabuki Styling Pinsel, genau, ist das auf der Okay, Seite. vielleicht soll das so ein Puder-Finish haben, also dass der so, dass es so ein Schon. Cream-to-Powder-Produkt ist vielleicht. Ich Kann weiß es nicht. sein. Aber ich glaube halt nicht, dass man damit so. Also bei mir ist er viel zu dunkel schon mal. Bei mir auch. Oh, und wirklich präzise damit malen? Nee. Kann ich jetzt nicht. Und ihr guckt, hier unten ist es direkt so runter. Er hat halt eine Es total dicke Spitze, ne? Das war mir aber klar, dass es so ein richtiges Fail-Produkt ist. Weil es einfach viel zu breit ist. Also als ich das so bekommen habe, habe ich mir auch schon gedacht, so kann doch nicht funktionieren. Ich probiere jetzt mal den Pinsel hier aus. Wird einfach wahrscheinlich so ein bisschen Oh. verblenden, ne? Aber was tut er denn? Wow, jetzt habe ich das, wollte ich das verblenden, jetzt hat sich das noch mehr nach unten verschoben. Ich mag Augenbrauenprodukte voll gerne. Alter, das ist ja so dunkel. Komplett schwarz fast, ja? Bei mir aber auch, guck mal. Nein, ich möchte das nicht mehr machen. Aber die sehen sowas von Nee. ausgefranst jetzt Das sieht aus, aus, als ne? hättest du voll viele Löcher überall. Ja. Nee, gefällt mir nicht. Das ist so ein Produkt, was man gar nicht lange testen will. Einfach direkt Wo man sich schon ciao. so was schon so sieht und denkt so, nee. Nee, nö. Nö, Nö. probier ich nicht. Nö, nein. Gut. Okay, dann nehmen wir mal das nächste Produkt. Und zwar hat die liebe Julia das hier rausgesucht. Das ist ein NYX Studio Perfect Photo Loving Primer Anti-Redness. Genau. Also sieht das Ganze aus. Du hast das Rötung auf den Wangen. Ja, sieht man so ein bisschen, oder? Genau. Ich gebe dir jetzt einfach mal was auf die Hand. Probieren das einfach mal. Das ist halt so ein grünes Zeug. Primer, wenn ihr den lange auf dem Gesicht habt, dann bitte immer mit wirklich ganz, ganz sauberen Fingern auftragen, weil ihr euch sonst den Dreck in die Poren schmiert und das ist halt echt praktisch. Okay, und das soll jetzt dazu beitragen, dass ich halt kein rotes Gesicht mehr habe. Genau. Oh. Hat es irgendeinen Unterschied gemacht? Oh, mit der Zeit, guck mal, guck mal, guck mal. Ja doch, ein Ja! bisschen. Ja, stimmt. Oh, guck mal, das Also, ist auf einmal, aber so leicht, ne? ja, es hat, ja gut, das soll halt unter eine Foundation, ne? Aber so nach einer, Krass! ja doch, man muss halt kurz warten, glaube ich. Ja, man muss ganz kurz warten. Aber, könnt ihr das sehen? Jo, man sieht das Doch, richtig man sieht das heftig, gut. ja. Und meine Hammer. schönen Augenbrauen sieht man auch. Ja, aber es hat Riecht funktioniert gut. auf jeden Fall, ne? Das ist ein Schaut gutes mal. Produkt. Seht ihr dieses Produkt? Seht ihr? Das ist Ja. richtig. Das ist dieser Primer hier, den die Julia auf dem Gesicht hat. Sehr schön. Finde Ja. ich voll. Das ist ein Top-Produkt, definitiv. So, wir werden jetzt beide Lippenprodukte nehmen. Und zwar. Was Machst du machst du? zuerst? Okay. Ich habe den L'Oreal Sheer 102 Gossip, den Sexy Balm. Genau, und Sexy Balm verspricht einfach so ein leichtes, mega glossy Finish, was gleichzeitig total pflegt. Also das sagt die Werbung, die man ja immer so sieht. Oh, das ist aber sehr durchsichtig. Sehr schier. So näher ran. Oh, der ist aber trotzdem deckend. Da darf er das ja so. Ja? Aber auf dem Handrücken war er ziemlich schier, ja? Fühlt sich auch sehr gut an. Ja, sieht auch ganz hübsch aus. Ne? Wenn ich jetzt ordentlich geschminkt wäre, aber. Wow, ich habe direkt einfach so Vergrößerungszeichen genommen. Fühlt sich auch wirklich pflegend an, muss ich wirklich sagen. Er ist nicht so heftig deckend, wie ich ihn jetzt gerne hätte. Ja, ist halt ein Lippenbalm, ne? Stier, ne? Steht hier Ja, aber auch drauf. steht ja Sheer drauf Gossip. auch. Okay, ja, Gut. also. Fühlt sich gut an. Es ist schon, man spürt schon was auf den Lippen, aber es ist trotzdem völlig okay. Ja, gucken, wie lange der drauf bleibt dann, ne? Genau. Okay, und ich habe hier jetzt den NYX Liquid Sweet Cream Lipstick. Was verspricht der?
Krasse Farbe. Krasse Farbe, stimmt, ja. Die versprechen einfach, dass sie leicht aufzutragen sind und lange halten und die Lippen nicht wirklich austrocknen. Ja, und eben, dass sie krass pigmentiert und gut genau. Und bunt und ja, heftig Kanarienvogel sind. Heftig sind. Ja. Okay, also in der Packung hier sieht der schon mal sehr vibrant. Heftig. Vibrant, wie ja. Deutsch? Vibrant. Vibrant. Auffällig. Ja. Keine Ahnung. Gibt es sowas auf Deutsch? Aus. Ich trage den jetzt mal auf die Lippen auf und ich bin gespannt. Schau mal. Guck mal, ich bin einmal drüber gegangen. Oh, krass. Das ist heftig, Lila. Das ist so lila wie die Blume hinter dir. Stimmt. Du machst öfter so Testvideos, ne? Mhm. Ja, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Die macht immer so ganz coole, qualitativ bombastische Videos. Oh. Wirklich, ich mag deine Videos total gerne. Mhm. Danke. Wow, okay, das sieht also aus. Der hält auf jeden Fall, was er verspricht. Erstens, ja. Krasse Farbe, mega Pigmentierung. Ja. Und ich finde auch, der ist mega leicht aufzutragen, das stimmt schon. Ja. Und total weich und smooth. Und ja? Ja. Sieht aber auch nicht so heftig trocken aus auf deinen Lippen. Nee, sieht gut ist aus. Er auch nicht. Also ist jetzt wahrscheinlich nicht so meine Farbe, aber... Trau dich. Klar. Dann haben wir noch ein Nagellack. Genau. Zwei Nagellacke, um genau zu sein. Genau, zwei Nagellacke. Also, wir machen das jetzt so. Stoppuhr wollte ich, weil er sagt nämlich, dass er in 60 Sekunden trocken ist. Und ich werde jetzt einmal meine Nägel lackieren. Das lässt sich so gut auftragen. Das sieht man voll, dass ich das voll gut auftrage. Ach so, im Übrigen, okay, das sind die Color Show. Ja, hier ist so, so sieht das aus. So ein schönes Rot ist das. Das sind diese Color Show 60 Sekunden. Die sind jetzt, glaube ich, ganz neu. Die waren früher ein bisschen anders. Und das ist die 353 Red. So sieht es aus. Ja. Und da steht auch 60 Seconds drauf, genau. Direkt schon. Okay, wir sind bei 20 Sekunden. Okay, stopp. Sind 58 Sekunden jetzt aber. Eins, zwei, so. Was sagst du? Ja, ist eigentlich relativ trocken, würde ich sagen. Ja, also man merkt noch so ein bisschen, dass er frisch aufgetragen ist, aber er zieht keine Streifen. Ne, man könnte jetzt theoretisch die zweite Schicht drauf tun, also ist echt ist cool, dass es jetzt sowas gibt. Das spielt da jetzt wirklich drauf rum. So, der war glänzend, wie ihr gerade gesehen habt. Kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Wir haben auch von Maybelline noch einen Color Show Top Coat. Der soll die Nägel matt machen. Ja. Und das probieren wir jetzt auf diesem Nagel beziehungsweise du. Mal jetzt eine Schicht hier drauf. Schauen wir mal. Also es wird ein bisschen matt. Ich glaube, das ist, wenn es trocken ist, erst matt. Ja. Also an der Spitze ist noch ein bisschen glänzend. Ja, da war mehr Produkt drauf, aber doch, ja. Im Allgemeinen ist der matt. Hier, klar, spiegelt sich die Softbox jetzt drin, aber nur die Ringleuchte. Aber doch, ja. Der ist eigentlich relativ schön matt geworden. Aber ich finde, aber trocken nicht der so lässt den Nagellack darunter wieder voll streifig aus. Voll. Also der ist fleckig, streifig, das sieht nicht schön aus. Ja, aber... Weil vorher habt ihr gesehen, dass der Nagel sah nicht streifig aus oder so. Der wurde ja voll weich aufgetragen und war eigentlich echt schön, aber jetzt ist er wieder ziemlich so löchrig und. Also so würde ich zum Beispiel nicht meinen Nagel lassen. Und ja. Nicht aber hey, also, es ist matt. Cute. Gut, dann haben wir es auch schon. Wir haben wieder 5 Produkte auf meinem Kanal getestet. Ihr Video verlinke ich euch nochmal hier auf. Genau dahin. Genau. Dann könnt ihr da nochmal draufklicken und wenn ihr mobil unterwegs seid, natürlich in der Infobox, da könnt ihr nochmal gucken, was wir denn da so getestet haben und für Lügen aufgedeckt haben, damit ihr euer Geld nicht verschwenden müsst. Genau. So wie wir das getan haben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.